Hallo, guten Tag. Ich bin Paula von der Donau-Fulda-Kinds-Initiative Neukölln. Leider, meine Deutsch ist nicht so super, deswegen muss ich lesen. Okay. Die Donau-Fulda-Kinds-Initiative ist von Nachbarinnen und Nachbarn vor einem Jahr aus der Notwendigkeit gegründet worden, sich angesichts der schwierigen Situation, die unsere Viertel lebt, organisieren zu müssen. Seit einigen Jahren beobachten wir, wie problematisch sich das Wohnung- und Mietenthema entwickelt. Ein hoher Prozent der in Neukölln lebenden Menschen ist mit Erhöhungen konfrontiert. In noch schwierigen Fällen erhalten die Menschen Aufforderungen, ihre Wohnung räumen zu müssen. Viele müssen bereits wegziehen. Neukölln hat sich eine Trendviertel entwickelt, auf das viele Investoren ihr Augenmerk geworfen haben. Viele Häuser haben ihre Eigentümer gewechselt. Das Gesicht der Viertel hat sich fundamental gewandelt. Durch den Prozess der Modernisierung und Sanierung wird es für viele Nachbarn immer schwerer, die Miete abzubringen. Von Tag zu Tag sehen wir die Veränderung in unseren Kids. Wir sind grundsätzlich gegen Veränderungen, die unsere Kids lebenswerter machen. Ganz im Gegenteil. Aber wir sind gegen Veränderungen, die sich die Leute nicht mehr leisten können. Ein immer größerer Teil der Bevölkerung Neuköllns lebt unter der Armutsgrenze und in prekären Verhältnissen. Steigende Miete auf der einen Seite, sinkenden Einkommen und Kürzungen bei sozialen Projekten, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen haben die Situation deutlich verschlechtert. Arm, aber sexy, hat Klaus Borbereit gesagt. Wir Neuköllner, Migranten, Hartz-IV, Empfänger, prekär Beschäftigte, Lohnabhängige, Studenten etc. können diese sexy Teil der Armut nicht genießen. Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn, wir denken, dass unsere einzige Möglichkeit der Konfrontation mit dieser Situation darin besteht, dass wir uns organisieren mit anderen Initiativen, Sport, Kultur und Migrantenvereinen verknüpfen, Hausversammlungen machen und in permanentem Kontakt mit unseren Nachbarn bleiben. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Vielen Dank.